Vater war ein Schwein! Trinken Sie den Rest. Das beschränkt die Wirkung des Fluches fürs Erste auf Ihre Hand. Es wird sich ausbreiten, Albus. Wie lange? Vielleicht noch ein Jahr. Sie schulden mir einen Dienst. Wir wissen beide, dass Lord Voldemort dem jungen Malfoy befohlen hat, mich zu ermorden. Aber falls er scheitert, kommt der dunkle Lord mit einiger Sicherheit auf Sie zurück. Sie sind der Mann, der mich töten muss, Severus. Es ist der einzige Weg. Nur dann wird Ihnen der dunkle Lord komplett vertrauen. Der Tag wird kommen, an dem Harry Potter etwas erfahren muss. Aber Sie müssen warten. Auf den Moment, in dem Voldemort am verwundbarsten ist. Was muss der Junge erfahren? In der Nacht, in der Lord Voldemort nach Godric's Hollow kam, um Harry zu töten. Und Lily Potter sich zwischen sie warf, ist der Fluch auf ihn zurückgeprallt. Als das geschah, hat sich ein Teil von Lord Voldemorts Seele losgelöst und an das einzig Lebende gehängt, das er finden konnte. An Harry. Es gibt also einen Grund, warum Harry mit Schlangen sprechen kann. Warum er in Lord Voldemorts Geist blicken kann. Ein Teil von Voldemort lebt in Harry. Das bedeutet, der Junge muss sterben? Wenn der Zeitpunkt da ist? Ja. Ja. Er muss sterben. Sie haben ihn am Leben gelassen, damit er im richtigen Moment sterben kann. Sie haben ihn wie ein Schwein zum Schlachten aufgezogen. Jetzt sagen Sie mir nicht, dass Sie angefangen haben, sich um ihn zu sorgen. Nach all den Jahren. Immer. Was bedeutet, der Junge muss sterben? Wenn der Zeitpunkt da ist? Ja. Er muss sterben. Und Voldemort selbst muss es tun. Das ist entscheidend. Das ist entscheidend. Das ist entscheidend.